Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. Im letzten Part haben wir angefangen, hier so ein bisschen Schrott zu verkaufen. Ist nicht mehr viel übergeblieben. Wir müssen jetzt eben nur kurz mal sortieren, was wir davon noch brauchen. Irgend so ein Spielzeug, das benutzen wir, dann fügen wir das hinzu. Dann haben wir hier. Kann bei Kampfhausmeister eingelöst werden, das heben wir auf. So, hier ist irgendeine Schatzkarte. Für jene, die nach dem Wohlstand meiner Mannschaft trachten, schlage ich ein Spiel vor. Ein Teil meines Goldes liegt fernab von allem vergraben, befreit von steinernen Käfig, genießt freie Sicht bis zum Horizont. Den Blick zum höchsten der Gipfel gewandt. Aha, besuche die Spielzeugkiste. Ja, jetzt ist gut, habe ich gesehen, schön. Schatzkarte heben wir mal noch auf. Diese Schatzkarte heben wir mal noch auf. Dann haben wir hier diese Kekse, die können wir mal ruhig das Nahrung dahin packen. Bedeutet wiederum, das, was wir da vorher hatten, kann weg, was schon gar nicht mehr da zu scheint. Also das kann weg. Dann musste ich, glaube ich, Shift gedrückt halten. Dann kann das weg. Das kommt darüber. So, was haben wir noch? Den heben wir auf. Benutzen. Herr Leckermaul serviert lecker Tee. Oh. Herr Leckermaul ist verschwunden und ich habe jetzt dieses Amulett bekommen. Ach, das ist Schmuck. Benutzt. Herr Leckermaul serviert einem verbündeten Ziel Tee, das Tempo. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Heben wir auf. Foliant des ruhigen Gemüts. Bildet die Gedanken und gestattet es euch für eine Minute lang außerhalb des Kampfes eure Talente zu ändern. Aha. Packen wir ruhig mal dahin. Das packen wir da noch hin. Diese Ringe brauchen wir, glaube ich, alle nicht mehr. Und das heben wir mal noch auf. Und der Rest kann echt jetzt noch weg. Das versuche ich jetzt mal noch beim. Ups. Allgemeinmediziner wollte ich schon sagen, hier beim Gemischtwaren. Raumschwore geht das hier nicht. Kannst du hier irgendwas davon, willst du nix? Ja gut, dann packe ich den Scheiß erstmal dahin. Dann ist das auch so halbwegs geordnet. So ein bisschen zumindest. Und dann, upala, kann das ja erstmal wieder weitergehen. Damit haben wir das abgeschlossen. Wir sind... Ihr seid mein liebster Kunde. Ja, du bist auch meine liebste Händlerin, muss ich sagen. Also besser geht das gar nicht. Besser geht das gar nicht. So, nun machen wir uns auf zu Lord Adrian nach Norwinsen, auf das Norwinsen-Anwesen und gucken mal, was wir so als Belohnung dafür kriegen, dass wir seinen Sohnemann gerettet haben. Ne? Ich finde, da haben wir uns so eine kleine Belohnung auch verdient. Gut, folgen wir einfach mal dem Weg und dann wird es schon irgendwie werden. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir hätten darüber gemusst. Kann das sein? Zoom mal bitte ein bisschen ran. Ja, geht auch so. Oh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, darüber zu gehen und dann den Weg nach oben auf den Hügel zu gehen. Lasst uns das mal machen. Also hier rüber. Ja, ja, dreh du ruhig mal durch. Ist mir egal. Und dann geht das hier irgendwo so ein Weg hoch. Und wenn wir den haben, folgen wir einfach diesem Weg. Da ist er. Na also. Das sollte... Ups, nein. Sollte reichen. Jetzt die Map auf, man macht die wieder klein. Fürchterlich. Also die WoW-Map ist echt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Vor allem, das ist... Naja, egal. Wir kriegen das schon gebacken. Wir kriegen das gebacken, würde ich sagen. Wo ist mein... Wo ist er denn? Habe ich auch meinen... Horn läuft, ich wollte sagen, nicht, dass ich den Hahn vergessen habe. Das geht ja gar nicht. Aber nee, habe ich nicht. Und Kaffee ist auch da. Es ist alles gut. Ich wirke heute etwas zerstreut. Ich muss mich jetzt wieder eingerufen. Bei mir ist momentan tatsächlich relativ stressig, muss ich gestehen. Und das wirkt sich langsam auch aus. So, die Fuchsbauwaldung. Gucken wir mal. Hier gibt es irgendwo eine Kiste. Hallo? Ich wollte eigentlich nur die Kiste haben, ne? Und jetzt muss ich mich mit dir rumprügeln. Das hab ich nun davon. So ein Kack. So ein Kack. Weh, der klaut mir jetzt die Kiste, der Typ, der hier gerade lang geeiert ist. Doch, gib doch Stress, Mann. Doch, gib doch Stress. So, wo ist sie denn jetzt, diese Kiste? Die muss ja eigentlich hier irgendwo drinne sein. Da ist sie. Ganz versteckt. So, dann haben wir das doch auch. Weiter geht's. Auf Mountain. So, wir gehen mal ein bisschen querfeld ein. Da ist schon mal der Fuchs. Hallo. Siehst du, kleiner Fuchs. Und da vorne scheint das Anwesen zu sein. Wir müssen da vermutlich, wenn ich das richtig sehe, einfach da so quer so durch.
Und da vorne würden wir normalerweise voll episch über die Brücke kommen, aber da ich sonst wo lang geeiert bin, das Anwesen der Norwinsens. Doch sind wir doch auch schon. La 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 la. Hübsch ist das hier, du. Dann wollen wir mal mit dem Lord schnacken. Was ist das denn hier? Ziel, okay. Die scheint geübt und gejagt und so zu werden. Hallo? Prächtig! Prächtig! So, ihr seid Nirni, die Heldin, die mein Sohn vor den Trocks geredet hat. Ihr seid auf meinem Anwesen höchst willkommen. Bitte berichtet mir alles vor dieser edelmütigen Rettung. Es gibt wieder ein bisschen Azarit. Quest beenden. Willkommen zu Norwinsens Reitfest. Seid... Wir bauen noch auf, aber ihr müsst einfach am Fest teilnehmen. Ein Nein werde ich nicht akzeptieren. Ja, kein Problem. Dann habe ich ja jetzt auch ein Verbot für das Aussprechen eines Neines erhalten und werde mich somit fügen. Meine liebe Diani, ich hoffe, dass euch das Fest gefällt. Ich rufe jedes Jahr Reiter aus ganz Kultiras zusammen, um ein großes Fest des Reitsports zu feiern. Ihr verdient das volle Programm. Bitte seht euch ganz in Ruhe das Anwesen an, genießt Speis und Trank und stellt euch den Leuten selbst vor. Ich bestehe darauf. Besichtigt das Anwesen und nehmt an den Festlichkeiten teil. Fühlt euch wie zu Hause. Jo, morgen wir. Morgen wir doch so. Du, ich mount erstmal ab, dann kann ich hier gemütlich rumlaufen und dann gucken wir uns mal das Anwesen an. Ne? Was ist denn hier los? Hier ist schon mal irgendwas. Dietmar Nordfeld. Guten Tag, Dietmar. Gunst der Lord, Admiralin. Hier kümmern wir uns um unsere Pferde. Sowohl Reiter als auch Stallknechte pflegen sie und achten auf ihr Wohlergehen. Ich würde gern meine Kampffaust hier heilen und wiederbeleben. Nö, eigentlich... Behaltet immer das Meer im Auge. Behaltet den Kurs, Seemann. Behaltet den Kurs. So, Joma, was bist denn du für ein lustiges, kleines, süßes Ding? Oh. Oh, guck mal, die hübschen Ponys. Oh, ist ja voll niedlich. Mein Vater erzählt ständig von Pferden. Er möchte gern eins reiten, aber ich glaube, er hat Angst vor ihnen. Ich weiß schon genau, wie wir ihm helfen können. Glücksbringer. Oh. Okay. Das geht doch nicht. Mein Vater würde das nicht zugeben, aber er ist wirklich abergläubig. Ich glaube, ohne einen Glücksbringer wird er sich nie auf ein Pferd trauen. Ich habe von einem Fuchs gehört, der sich herumtreibt und reichlich Hühner verspeist. Niemand kann ihn schnappen. Der ist vom Glück verfolgt. Vielleicht würde mein Vater Mut schöpfen, wenn er den Fuchsschwanz als Glücksbringer hätte. Besorgt Glücksschweifs Schwanz von Glücksschweif an der Steinschnellklippe. Niemals. Stolz auf meinen Papa. Und monströse Energie. Habt ihr schon mal von Aalsaft gehört? Ich weiß ja nicht, ob ein Worgen so etwas gefahrlos genießen kann. Doch Tortolaner lieben ihn. Selbst der älteste Tortolaner wird von dem Energieschub wieder beschwingt. Ich habe auf unserer Reise nördlich vom Anwesen Aale gesehen. Würdet ihr ein wenig ihres Gifts für meinen Vater sammeln? Sammelt 6 pulsierende Extrakte von Giftschuppenschlängeln. Schlänglern an der Steinklippe. Okay, das machen wir. Ich werde nicht den Fuchs töten. Bei aller Liebe, das werde ich nicht tun. Das werde ich wirklich nicht tun. Ist mir egal. Den lassen wir leben. Er hat so viel Glück. Er wird auch weiterhin Glück haben. Ich. Hier gibt's dick die Musik. Hier ist dick Party. Richtig Party hier. Wow. Kann ich jetzt tanzen oder was? Aber ich muss dancen im Moment. Dance. Okay. Ja, man muss auch mal ein bisschen dancen. Also ich glaube, ich bin schon etwas krasser drauf als der Rest hier. Na egal, okay. Lasst uns mal lieber weitergehen. Und sehen uns erstmal hier auf dem Anwesen um. Hier gibt es den Gastronomen. Guten Tag. Ramschware gibt's hier nicht. Jo, sehe ich das schon. Oh, unsere gefeierte Heldenlegende. Willkommen, willkommen. Bedient euch bei Speis und Trank und lasst es mich nur wissen, wenn ihr sonst etwas braucht. Ich bin euch gerne behilflich. Komm mal wieder längs. Komm mal wieder längs, ne? Jo. Ich muss jetzt erstmal pulsierenden Extrakt organisieren. Da bin ich auch gleich wieder da. Kein Stress, ne? Alles wird gut. Erstmal gucken, von wem ich das kriege. Da, von den Dingern wahrscheinlich, ne? Jo. Alles klar. Die Steinschnellklippen. Oh, wollen wir mal eben ein bisschen pulsierenden Extrakt sammeln. Hallo.
Du, ich brauch mal deinen pulsierenden Extrakt, wenn's okay für dich ist, ne? Kommt man wieder längs. So, noch kein pulsierender Extrakt. Macht aber nix. Wir werden schon noch welchen finden, ob sie wollen oder nicht. So, das war der erste pulsierende Extrakt. Wieder kein pulsierender Extrakt. Ihr müsst mal ein bisschen mehr pulsierenden Extrakt gewähren, ihr komischen, schlängigen Wesen. Wieso hat sich denn der Süßwasserschnapper jetzt bedroht gefühlt und haut hier mit drauf, du? Das war ja ziemlich dämlich von dir. Jetzt gehst du drauf. Jetzt gehst du drauf. Obwohl du nichts gemacht hast, ne? Oh ja. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Er wollte das so. Er wollte das so. So, 2 von 6. Na ja, es geht langsam, aber stetig voran, würde ich mal sagen. Da oben ist noch eine. Kommen ran, du! Kommen ran, du! So, 3 von 6. Hier sind alle tot. Da lebt noch eine. Die ziehen wir gleich mal gemütlich zu uns. Und zwar jetzt. Ja, komm mal hergefahren, du. Sah lustig aus, wie sie so angeglitten kamen. Wieder nicht so ein Ding. Das ist ja irre. Inzwischen war das doch bei WoW eigentlich so, dass sie fast eine Drop-Rate von 100% hatten. Ist ja voll stressig hier. Richtig Arbeit. Richtig Arbeit. Komm mal her, du. Ja, fahr mal her. Jetzt wird richtig draufgehauen. So, das haben wir kaputt. Dann geht's hier weiter. So, 4 von 6. Oh, komm mal hergefahren, du. Komm mal hergefahren, du. Dann haben wir gleich genug giftigen Sud. Wofür auch immer er das braucht. Aber er meinte, das wäre eine Delikatesse oder sowas. Doch gibt's doch nicht hier. Rankomm, da. Rankomm. Komm mal wieder längs, ne? Komm mal wieder längs. So, 5 von 6 und weiter geht's. Du noch eben, mit Glück ist das die letzte. Ein bisschen pulsierendes Extrakt. Nein, war noch nicht das letzte. Was bist du denn für ein Dingens? Eule von Tiragade. Du siehst ja cool aus. Oh, nicht schlecht. Da versteckt sie noch eine. Die wird sein.
Das wird das letzte pulsierende Extrakt sein, das wir brauchen. So, 6 von 6. Geht weiter. Dann können wir den Quest erstmal abgeben und gucken uns dann weiter auf dem Anwesen um. Wie gesagt, für seinen Fuchsschwanz, da kann er sich jemand anderen suchen. Das werde ich nicht machen. Ich werde auch keinen virtuellen Fuchs mit Absicht töten. Der letzte, der hatte einfach Tollwut. Das ging nicht anders. Der ist mir hinterhergerannt. Und ist dann bei... Ich habe ihn ja nicht mal direkt geschlagen. Er ist einfach nur dadurch, dass er mir hinterhergerannt ist, draufgegangen. Da kann ich nichts für. Er wollte es so. Es ging nicht anders. Er war nicht mehr zu retten. Aber das ist ein kleiner, süßer Fuchs, der sehr viel Glück hat. Und den werde ich ganz bestimmt nicht auf Geheiß eines kleinen Jungen umbringen, um aus seinem Schwanz ein Talisman zu machen. So sieht er auch aus, ey. Das kann er vergessen. Das kannst du vergessen. So. Das wird ein toller Tag. Bitteschön. Mein Vater wird sich ja so freuen, wenn es sein Lieblingsgetränk sieht. Weiter. Oh Mann, er wird sich so freuen. Quest beenden. Dö. Mach ich nicht. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Sicherheit. Was versucht ihr zu finden? Sicherheit geht vor. Die Verbindung zwischen Pferd und Reiter fasziniert mich und ich werde sie nie wirklich verstehen, bis ich sie selbst erfahre. Aber dazu brauche ich Rüstung. Ich meine, wie könnte man es wagen, sich ohne den passenden Schutz auf eines dieser Schönheiten zu schwingen? In der Nähe habe ich einige Wasserfälle gesehen. An den Ufern der Gewässer muss es Muschelschalen geben. Würdet ihr einem alten Tortolaner helfen, indem ihr ein paar zu seinem Schutz sammelt? Sammelt 8 unverwüstliche Muschelschalen an den Steinschallklippen. Steinschallklippen. Auf Wiedersehen. Wieso kommt dieser Quest erst jetzt? Wieso ist er nicht gerade eben schon gekommen? Dann hätte ich das gleich mitgemacht. Bist du da wieder hin? Habe ich das vorher nur nicht gesehen? War ich einfach zu doof und habe den nicht angenommen? Kann das sein? Das klingt ein bisschen nach mir, dass ich zu doof war. Ich glaube, ich war zu doof, aber wir werden es nie erfahren. Nur ihr werdet es erfahren, indem ihr das Video zurückspult und guckt. Mach das bitte nicht, ja? Gut, wir müssen in diese Richtung. Ich weiß nicht, warum ich hier lang laufe. Das ist völlig falsch. Wir müssen da lang. Und hier finden wir dann irgendwo ein paar Muscheln. Hoffentlich. So, wie viele wir denn haben? 8 Stück? Oh ja, dann mal los. Du hast die erste Muschel. Ja, hätten wir gleich beides zusammen machen können. Wie ist sinnlos? Hier sind so dicke Fußabdrücke. Tapsen. Immer gefährlich. Da ist noch eine Muschel. Na komm, sammeln wir einen hier. Sehr schön. Da drüben sehe ich keine Muscheln. Aber da sehe ich noch welche. Natürlich bei diesen lustigen Wesen. Oh, hier ist einer, die komme ich so ran. Da oben ist doch wieder so ein Sternenmonster. Da. Coulette, die Störe, schöne. Dann bin los. Damit hat Coulette nicht gerechnet. Heide Witzka. Oh, was geht denn mit dir? Oh, oh, Coulette ist ein bisschen krass drauf. Okay, das ist mir zu krass. Coulette ist zu heftig, wir müssen abhauen. Coulette macht mich fertig. Ah! Haha, scheiße, ich glaube, wir gehen drauf. Okay. Wir müssen gehen. Einmal die 3 reinknalzen, das gibt wieder ein bisschen. Hey, 3. Ein bisschen Leben zurück, so. Los, greift sie an, die Schlange! Greift sie an! Wieso greift immer die Schlange an? Sehr schön. Okay, das hat ja alles nicht so gut funktioniert. Lass uns erstmal einen Keks essen. Zum Erholen. Gut, da war ich etwas, wie sagt man, übermütig, würde ich mal behaupten. So, Keks gegessen, uns geht's wieder gut. Jetzt kümmern wir uns noch um ein paar Muscheln und werden diese riesige, wenn dieses riesige Ding lieber in Ruhe lassen, das war nicht so schön. Ja, wir hören dich, ja, wir können dich hören.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt den Haar und Krieg gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich mehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.